So, hallo, eine weitere Aufnahme in der Kategorie Es ist Nacht. So, was wollte ich sagen und nicht lügen? Keine Gronkh-Sprüche nachmachen. Wir müssen was anders machen. Und zwar hat mir der liebe Kebab-Chiller bzw. der Dani geschrieben, dass ich doch bitte, 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 bitte unbedingt den Strudel machen sollte, so schnell es geht. Dort schaltet man nur was frei. Und er ärgert sich offensichtlich ein wenig, dass er das nicht eher gemacht hat, denn er hat ihn auch ganz zum Schluss gemacht. Und wie gesagt, darüber ärgert er sich. Deswegen machen wir es jetzt. Wir machen jetzt den Strudel. Has the Incubation began? Auch wenn ich ihn ganz am Schluss machen wollte, aber wenn er sagt, das sollte man vorher machen, dann machen wir das vorher. So. Deswegen erstmal da danke an dich, dass du da Bescheid gegeben hast. Und jo. Oh, wart ihr? Seid ihr Stachel? Kann ich auf euch? Nee, ihr seid kein Stachel. Ja, kann ich ganz drauf. Okay. Sah so aus, wie man da nicht draufhüpfen hätte können. Wäre auch mal gut gewesen. So. Huch! Ah, natürlich. Ich wollte schon sagen, wo führt denn die Röhre hin? Aber natürlich. Screen is scrolling pipe. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nur ein oder zwei Parts wieder aufnehmen. Mehr Platz ist auch gar nicht, denke ich. Ich denke, es wird bei einem Part bleiben. Wobei ich für Sonntag eh zwei Parts brauche. Jetzt machen wir ja wieder normale zwei Parts am Tag. Also Sonntag. Also am Wochenende. Ja, ich kann reden. Ist kein Ding. So. Das ist auch so ein Standardthema, was irgendwie überall vorkommt. Aber es ist ein schönes. Da unten ist eine Blume. Brauchen wir nicht. Dich brauchen wir erst recht nicht. Du machst mir nur mein Item in der Box weg. Da kann ich durch. Okay, aber ich will erstmal. Ich würde erstmal. Ach nee. Okay. Gut, dann gehen wir natürlich durch die Tür. So. Und hier sieht offensichtlich alles ein bisschen komisch aus und die Gegner sind alle ein bisschen alienartig, wahrscheinlich wegen diesem Strudel. Wir sind ja in so einer Art, weiß nicht, was das ist, Parallelwelt? Keine Ahnung. Irgendwas derartiges wird es wohl sein. Da unten sind nur Münzen, die brauchen wir dann nicht. Juhu, okay, das war die Yoshi-Coin. Nummer 3 hoffentlich. Huch, du bist so ein Stahlvieh. Okay, geh mal hoch. Aber ich glaube fast, dass wir einige Yoshi-Coins übersehen haben. Obwohl, jetzt sind schon alle fünf. Alle vier. Fehlt ja nur noch eine. So. Ja, die könnte doch noch kommen. Ja, prima. Alle fünf da. Und wir haben alle Items verloren. Naja, was soll's. Party Town. Yay! Huch, da oben ist voll die Party. Komm ich da jetzt schon hoch? Ja. Yay, Party! Nein, ich hab die Party verpasst. Ich muss da hoch, ich muss zur Party. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Thema das ist. Aber es ist auf jeden Fall Mega Man. Geile Idee mit der Kugel. Und jetzt kommen wir unten raus. Natürlich, richtig coole Idee. Richtig schön gemacht. Okay, da oben will ich noch nicht durch. Hier ist ein Schlüssel. Oh, okay, es gibt einen Secret Exit. Oder das ist sogar Pflicht, da durchzugehen. Kann natürlich auch sein. Irgendwie hakt das Lied an manchen Stellen. Hört sich nur so an. So. Da oben ist nichts. Nein, okay. Dum-dum-dum. War hier noch eigentlich irgendwas? Ich bin hier oben so weggerannt, weil da überall Viecher waren. Aber da ist nichts weiter, ne? Nee. Gut, prima. Dann haben wir hier nichts verpasst. Das ist schön. Dann darfst du sterben, bevor du mich mitnimmst. Hier ist auch nichts, okay. Dann ist hier ein
Da oben käme ich hoch, aber wahrscheinlich komme ich da auch einfach gleich raus. Gehen wir mal ins Haus. Und schauen mal, ob ich oben irgendwann rauskomme. Da ist wieder eine Yoshi-Coin. So. Da geht's nach oben. Boah, bist du flott. Boah, bist du flott. Bist du aber ein Schneller. Ja, Mensch, das gibt's wohl nicht. Das gibt's wohl nicht, obwohl ich weiß, dass er kommt. Jetzt habe ich ihn ausgetrickst. Ja, jetzt sind wir oben. Nein. Ah, Schlüssel. Okay, nice. Dann werden hier 3 Yoshi-Coins. Dann würde ich aber trotzdem erst den Normal-Exit weitermachen. Um ehrlich zu sein. Komme ich da gar nicht mehr rein, oder was? Ach komm, egal. Dann mach mal den Secret Exit jetzt. So, dann müssen wir hier wieder durch. Und dann ist hier das Schlüsselloch. Prima. Dann würde ich sagen, wir gehen erst oben weiter. Adventure in the Neon Land. Vielleicht schaffen wir es ja in dem Part noch bis zu dem Freischaltbahn zu kommen. Dann hätten wir das in einem Part. Und dann machen wir die anderen Level im nächsten. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Denn wenn ich mir das so angucke, gibt es da 2 Wege. Das ist auch wieder hier von der Grafik her schön. Deswegen heißt es ja auch Neon Land. Habe ich schon kapiert. So. Whoops. Ghost. Aua. Ghost, lass mich in Ruhe. Schießt du? Du schießt. Natürlich schießt du. Huch. So, da ist Lava, das sehe ich doch. Das ist cool von dem Design her. Auch wenn man es eigentlich erkennt, aber es sieht irgendwie schon cool aus. Irgendeine Röhre von euch funktioniert doch bestimmt. Oh Gott, blöde Kombination. Du, nein, na dann halt nicht. Im Zweifelsfall verpasse ich eh nur wieder Yoshi-Coins. Das soll jetzt mal nicht so dramatisch sein. Nice. Moment. Da will ich gern zurück. Hier rein. Eine Feder. Und mehrere Leben. Wow. Nice. Wird mir ordentlich belohnt dafür, wenn man dahin geht. Oh, fuck. Okay. Du fällst und... So, okay, hier muss jetzt aber in irgendeine rein können. Bestimmt die. Ja, ich dachte es mir doch. Da kann ich durch, das sehe ich von hier. Und da gibt es die Yoshi-Coin Nummer 2. Okay. Prima. Da gibt es die Feuerblume, die nehmen wir auch gerne mit. Weil wir sie gleich wieder verlieren, natürlich. Ah, sieht cool aus auch. Wenn alles wirklich ordentlich angepasst ist, dann kann man echt coole Designs machen. So. Muss man einfach mal so sagen. Hui. Ah, Mist, jetzt bräuchten wir natürlich... Gut, das ist aber nur für eine Yoshi-Coin. Dann, das ist ein Giftpilz natürlich. Hätte ich mir denken können. So. Dann kommen wir da jetzt nicht dran. Aber das ist in Ordnung. Wer braucht schon unbedingt alle Yoshi-Coins? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Also, wir haben sie ja gesehen. Das wäre die 3. gewesen jedenfalls. Dann wird das hier die 4. und dann haben wir trotzdem eine verpasst. Gut, macht aber nichts. Ach nein, nicht schon wieder. Jetzt wird die Musik so laut. Ja. So. Und dann sind wir nämlich schon hier hinten. Dann habe ich mir das doch fast richtig gedacht, dass wir zum Freischalten gleich kommen. Sehr schön. Und den Weg unten rum, wie gesagt, den können wir dann auch einfach... Oh, bitte, das ist aber bitte keine SMB3-Pyramide jetzt. Die ist nur außen, bitte. Bitte nur außen SMB3. Nein! Ah, ich hasse diese Grafiken. Ich hasse diese Grafiken!
Was soll's. Okay, dann müssen wir den On-Off umstellen für die Yoshi-Coin. Ja gut, ich wollte gerade sagen, machen wir nicht, aber wenn er direkt hier ist, dann machen wir es natürlich schon. Gut, gehen wir wieder runter. Schauen wir mal, ob das jetzt was uns verhindert hat, dass wir den umgestellt haben. Wie ich den Hackersteller kenne, hat er wieder irgendwas eingebaut. Hilfe. Dupti-dupti-dupti-du. Kann ich da rein? Nö. Da kann ich aber rein. Sonst wäre es nicht weitergegangen. Okay, jetzt wird die Grafik schöner. Auch wenn das, ich glaube, ist das noch SMB3? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schöne Grafik. Ja doch, es ist noch SMB3, aber es ist nicht so... nicht so schlimme SMB3-Grafik. Diese Höhlengrafik mag ich echt überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, irgendwie sieht die einfach hässlich aus. Keine Ahnung. So. Ich mag sie halt nicht. Natürlich ist er falsch rum. Wer hätte es anders gedacht? Jetzt fällt mir auch noch das Ding auf den Kopf. Gut. Jetzt sind wir wieder hier oben. Oh, hier kann man den umstellen. Gut, dann ist er gar nicht mal so falsch rum. Gib mir mal... Ah, jetzt ist das Ding weg. Naja, egal. So, kann ich... Wow. Ach, okay, jetzt ist er hier wiederum falsch. Aber wir können erstmal in die Tür. Machen wir das doch gerade mal. Gut, lass dich von allem treffen. Dann sind wir hier oben. Ah, jetzt sind wir hier unten. Okay. I see. Dann kann ich hier hoch. Oh, das ist so labyrinthartig alles. Aber das will ich nicht. Dann würde ich doch eher nein. Na, bin ich blöde? Dann würde ich doch eher... das hier bevorzugen. Dann gehen wir mal hier durch. Du stirbst. Stirbst? Danke. Hier gibt's nix. Du stirbst auch. Da gibt's auch nix. Geht's hier raus? Ah, prima. Jetzt haben wir bestimmt wieder irgendeine Yoshi-Coin verpasst, aber... ich möchte gerade echt in dem Video bis zu dem Secret kommen. Deswegen machen wir da ausnahmsweise mal ein bisschen speedy. Bisschen speedy machen wir hier ausnahmsweise mal. Ach, jetzt kommt wieder dieses Ketten, sag ich schon, Knochending. Was jetzt nicht Knochen sind, aber egal. Im Original wären es Knochen. Auf der Lava rum. Ah, ich glaube, wir haben genau dann eine verpasst, aber gut. Ich sehe es schon kommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also haben wir eigentlich fast alles dann bekommen. Ah, das ist dann wohl... Secret? Kann ich hier durch? Nein, okay, dann ist die nur Verzierung. Gut. Und I wonder if the Hakurai Maiko is in. Okay. Was immer das ist für ein Vieh. Okay, ich kann nicht spielen. Der steuert von selbst. Oh Gott. Ist zum Glück gar nicht laut. Ist das jetzt nur bei mir oder ist das grundsätzlich nur rechts, der Sound? Der Sound ist nur rechts, oder? Ja, ich höre, also ja, wenn ihr den Sound jetzt auch nur auf dem rechten Ohr hört, ich weiß jetzt nicht, wenn das so aufnimmt, ob der das Stereo oder Mono aufnimmt. Dann sei euch nur gesagt, liegt nicht an der Aufnahme, der Sound ist einfach gerade nur rechts. Während die Soundgeräusche zum Beispiel, die hört man auf beiden Seiten. Okay. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Okay, da kann ich aber jetzt wieder mich durchglitschen. Aua, hier nicht.
Hier komme ich durch. Na, hier bin ich doch auch gerade durchgekommen. Aua. Ja, hier komme ich durch. Hier warten wir halt kurz, wie es eigentlich gedacht wäre. Dann können wir uns hier wieder durchsetzen. Mist. Hier wieder durchsetzen. Jawohl. Prima. So. Falsche Reihenfolge. Das ist echt komisch, dass der Sound hier nur einseitig ist gerade. Aber okay. Und so laut. Was zur Hölle. Ah. Ich hoffe, das tut euch nicht auf den Ohren weh. Ja, ansonsten müsst ihr halt ein bisschen leiser machen. Fraps, warum wirst du jetzt an der Stelle langsam? So manchmal, weiß ich auch, ups. Wo segle ich denn schon wieder runter hier? Was? Hallo? Nein, danke. Nein! Nein! Ach, dann lass sie halt treffen. Oh, diese Musik, ich halte es nicht mehr aus. Das ist der eigentliche Feind hier. Die laute Musik. Alter! So. Ah. Okay, die Durchsichtigen sind jetzt, ich verstehe. Ach, cool. Wir hatten ja schon mal so ein paar Blöcke, wo wir nicht dahinter gekommen sind. Die, da kann man jetzt durchgehen. Ach, das ist gut. Okay. Alles klar. Dann machen wir hier noch Normal Exit. Ohne Yoshi Coins jetzt einfach durch. Das haben wir jetzt ja schon gesehen, so ein bisschen. So. Ja, und dann kommt man wahrscheinlich im Spiel auch an mehr Secrets jetzt ran. Das ist natürlich cool. Deswegen verstehe ich jetzt auch, warum er sich geärgert hat, dass er das danach gemacht hat. Weil dann müsste er natürlich nochmal alle Level durchlaufen, um auch die anderen Secrets mitzunehmen. Gut, dass er mir das gesagt hat. Also dafür nochmal danke. Da hast du mir sicherlich einiges erspart. So. Das wäre dann die vierte gewesen. Vorhin hatten wir ja hier schon drei. Wenn mich nicht alles täuscht, und das tut es nicht. Ach, lassen wir das da unten. Da geht's hier unten runter. Das war klar. Okay. Und jetzt seht ihr auch, der Ton ist wieder beidseitig. Das war wirklich nur in dem einen Level. Klang aber wirklich merkwürdig. So, das wäre die fünfte gewesen übrigens. Das heißt, jetzt könnte auch das Ziel kommen. Aber schön designt, muss man sagen. Also so von den ganzen Geisterhaus-Grafiken. Das ist schön verwendet worden. So. Largest Tower in the Woods. Dann geht es hier noch in den Level rein. Okay. Ja, dann machen wir in dem Part mal die komplette Strudelwelt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen länger ist. Ach, die Musik ist auch toll. Wow, ich sollte da oben lang. Und dann hier so durch. So. Au. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss warten, bis der weg ist, sonst glitsche ich mich da rein. So. Hat er nicht ganz den schönsten Scrolling-Dings verwendet, aber ist in Ordnung. Hier, man sieht das hier ein bisschen. Wenn ich jetzt hier durchgehe, ich mache so einen Sprung nach drüben. Zuni hat dann den wesentlich schöneren, ich glaube sogar selbst gecodet. Aber Zuni codet ja sowieso alles selbst. Der kann das ja auch. So.
Und das ist wirklich der größte Turm im Wald, ja, das sehe ich ein. Weil es wahrscheinlich auch einfach der größte Baum im Wald ist. So. Da ist eine Yoshi-Queen. Da muss ich da oben durch. So. Hätten die Blöcke jetzt nicht anders sein müssen? Sind das nicht genau die? Wahrscheinlich nicht in der Sprudelwelt. Wahrscheinlich hat es... Doch hier, guck mal, die müssten doch jetzt anders sein, oder nicht? Oder gilt das erst, wenn ich die Sprudelwelt verlasse? Keine Ahnung. Sprudel vor allem. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt richtig verstanden. Oh, ich habe die... Ja, jetzt habe ich mir hier den Weg weggebaut. So. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt richtig verstanden, aber anscheinend habe ich das mal wieder nicht. So, der Pfeil hat hierhin gezeigt, also gehen wir hier durch. Hä? Ah, geht doch. Ich und meine Röhren schon wieder, ja, das hat mir unglaublich viel gebracht. Die Yoshi-Coin hat es mir gebracht, na gut. Ne, es sind wahrscheinlich nicht alle, die jetzt umgestellt worden sind. Ich dachte jetzt, es sind diese Blöcke hier, die verwandelt wurden. Naja, wie auch immer. Werden wir dann schon sehen irgendwann. Oh! Das ist auch so ein Zelda-Item, oder? Dann, oh, nochmal ein Secret Exit Level, natürlich. Das schaffe ich doch nicht alles. In der kurzen Zeit. Gut. Wie gesagt, ich race jetzt hier ein bisschen durch. Ihr seht mir das nach. So racet man übrigens, indem man alle Blöcke durchguckt. Na, lass dich doch von dem kleinsten Gegner treffen, echt mal. Huch! Da kann man rein, da geht es in die falsche Richtung zurück, aber vielleicht bringt uns das ja was. Gehen wir den Weg einfach mal mit. Stirb, Ninji. Da ist eine Yoshi-Coin. Huch. Yoshi-Coin. So, upsi. Upsi. Ach, dich kann ich mitnehmen. Ach, cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja cool. Oh. Ah, da mussten wir wahrscheinlich hier runter sogar. Aua, das hat wehgetan, so ein bisschen. Ah, die kann ich töten, gut. Nice. So, dann gehen wir wieder raus. Ach, jetzt sag nicht, ich muss... Natürlich. Dann kann ich auch gleich hier rüberlaufen. Gut, ich muss zu der Seite wieder raus. Ist in Ordnung. Kein Ding. Dann holen wir uns hier halt nochmal den Pilz. Und verlieren ihn diesmal nicht gleich wieder. Ich hab nichts gesagt. Nein, du bist ein Giftpilz. Ist ein bisschen irritierend, dass die großen Kakteen wehtun, aber die kleinen nicht. Bisschen sehr irritierend. Aber ist okay. Die werden nämlich meistens auch als Mancha-Ersatz eingesetzt. Ich glaube, im Original tun die sogar auch weh. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ah, sowas hier. Okay. Die Kleinen sind einfach noch nie so ausgereift. So, Secret gelöst. Kann ich da rein? Ja. Da kann ich rein. Da oben wird es aber auch weitergehen, weil wir schon den dritten... okay. Da komme ich nicht hoch. Da ist bestimmt eine Ranke. Beziehungsweise eine Leiter natürlich, keine Ranke. Es fällt mir nur ein, das Ding Leiter zu nennen. Ah, hier komme ich nicht durch. Was sind das für Blöcke? Ach. Ach, die kann ich mitnehmen. Ach, das ist Sand quasi, ja. Den kann ich quasi wegbuddeln. Das
Muss mir mal einer sagen, das weiß ich doch nicht. Oh, und hier ist das... Was? Jetzt haben wir aber wieder einiges ausgelassen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. So viel möchte ich dann doch nicht offen lassen. Kann ich das natürlich auch wegnehmen. Das ist schön, dass mir das gesagt wird. Aber okay, ich bin ja drauf gekommen. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass man da selber wirklich drauf kommt. Stirb! Ein Pau. Kommen Sie mal mit, meine Dame. Huch! Na, jetzt wollte ich dich noch... Na, kann ich dich nicht ablegen? Kann ich den nicht ablegen, ohne dass gleich was passiert? Kann ich tatsächlich nicht. Na gut, dann drücken wir ihn halt hier und hoffen, dass irgendwas sich getan hat. Aber ich glaube, fast dafür muss man in der Nähe von dem sein, wo sich dann was tun soll. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sich hier drüben was getan hat, aber so ganz glauben tue ich es auch nicht. Oder der tötet einfach Gegner, wenn welche in der Nähe gewesen wären. Ja, hier dachte ich jetzt vielleicht, ist hier was passiert. Okay, dann gehen wir zurück. Ich darf hier nicht mehr zurück. Gut. Danke. Ich will doch wissen, was hier hinten ist. Eine Röhre. Ach, verdammt, wir haben ja einen Secret Exit. Ich verstehe. Und schon ergibt alles einen Sinn. Gut, das ist dann der normale Weg. Und dann machen wir gerade alles nochmal. Na juhu. Dann muss ich diesmal den On-Off nicht drücken, dann kann ich diesmal wirklich einfach durch. Ja, lang war das Level ja nicht gerade, passt schon. Es geht ja auch recht schnell, wenn man wastet. Also, wenn man so tut, als würde man wasten. Ich habe noch nicht einmal die Rennfunktion jetzt gestartet. Was passt, da sind wir schon da. Gut. Lassen einfach liegen, ist in Ordnung. Nimm ihn einfach nicht mit. Huch. Hops. So. Hops. Le Hops, habe ich gesagt. So. Also man kann bestimmt den Pau bis hierhin mitnehmen irgendwie. Muss man halt die Dinger vorher ordentlich präparieren und dann kann man hier bestimmt hoch und keine Ahnung. Aber da ist bestimmt auch ein Leben oder sowas. So, und dann haben wir hier noch ein Level. Desert Reminiscing. Und dann haben wir die Strudelwelt aber wirklich abgeschlossen. So. Ah, nicht diese Viecher. Das ist wieder alles so SMB3-Zeug. Ah. Da kann ich nicht rein, okay. Du stirbst einfach mal. Gut. So. Ich sehe die ganzen Yoshi-Coins, aber ganz ehrlich, ich will es nur durch das Level gerade durch. So spektakulär ist es jetzt nicht. Und vor allem als SMB3-Grafik und ich mag es nicht. So. Ich habe natürlich eine... Ist auch mit diesem lustigen Labyrinth hier wieder natürlich. Das durfte nicht fehlen, nein. Das muss in jedem guten Mario-Hack vorkommen, ne? Ich mag es nicht, es erinnert so an SMB3 alles. Okay, ich bin natürlich falsch gelaufen. Natürlich bin ich das. Ich hätte auch richtig laufen können. Nein, kann ich nicht.
So, dann kann ich jetzt hier... Ach, nein. Natürlich. Also so gesehen war ich schon richtig, aber... nur so bedingt. Ach, man kann ja auch drüber. Kann ich das alles skippen? Was? Was hat mich hier gerade getötet? Unsichtbarer Gegner oder was? Gut, ich kann es nicht skippen. Natürlich nicht. Kill me, please. Ah, fuck my life. Okay, da kann ich nicht durch, beziehungsweise doch. Beziehungsweise es bringt mir nichts. Lass mich hier runter. Kann ich hier unten durch? Komme ich damit zur Röhre? Ach, danke schön. Gut. Gut. Einfach durch. Einfach. Wo bin ich jetzt gelandet? Will ich hier hinten? Ist hier hinten? Ah, das könnte wichtig sein. Das erinnert zum Glück überhaupt nicht ans Original. Das ist sogar so ein bisschen original. Getreu. Müsste da nicht da oben so ein... Hier komme ich dann wieder, natürlich wieder nicht hoch. Das ist natürlich auch im Original so. Oh, aber Resettor, okay. Das ist so ein bisschen wie aus dem Original gemacht, nur das jetzt nicht mehr. Dass man den hier braucht. Aber so ein bisschen originalmäßig. Gebildet. So, gut. Naja, wir haben dann jedenfalls jetzt endlich die Strudelwelt beendet. So gut wie. Ich denke, viel kommt nicht mehr. Und ja, prima. Und haben unsere Belohnung uns abgeholt, dass die Blöcke jetzt sich verwandelt haben. Ob das jetzt wirklich irgendwo passiert ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo wir diese Blöcke zum Beispiel hatten. Wo hatten wir denn diese Blöcke zum Beispiel? Wo könnte ich das kurz nachgucken? War da nicht in dieser einen Mine und sowas? Aber wo war das? War das das hier? Nein, das war's nicht. Ich habe da ein bestimmtes Level gerade im Gedanken. Aber ich glaube... Nee. Das ist alles Himmel, ne? Ja, ja. Das ist Bullshit. Aber ich glaube, das finde ich jetzt nicht. Nee, das war auch was anderes. Nee, das Level finde ich jetzt nicht, wo wir so einen Block hatten. Nein, das war's auch nicht. Ach, keine Ahnung, welches das war. Egal. Es ist aber eigentlich... Ist es nicht lange her gewesen? Ist es nicht sogar in der letzten Aufnahme oder der vorletzten gewesen? Wo wir das dann mit so einem Chuck gemacht haben? Lass mich mal kurz nachdenken. War das nicht... Doch, das war das hier. Das war das mit den Ropes. Moment, ich laufe hier mal ganz kurz bis zur Mitte. Das war das Level. Doch, genau das war das. Ich habe es gefunden. Prima. Ich bin gut. Und zwar waren doch hier... Hier war doch dann so ein Block. Ja, aber der ist jetzt auch... Der ist dort. Ich hätte jetzt gedacht, dass der vielleicht durchlässig geworden ist. Weil wir jetzt so ein Ding eingesammelt haben. Aber das habe ich wohl falsch verstanden. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Dinger jetzt eigentlich hätten durchlässig. Naja, muss ich mir im Video nochmal angucken, was genau passiert ist bei dem Effekt. Aber ich dachte, das sind diese Blöcke gewesen, die jetzt durchlässig hätten sein sollen. Naja, wie auch immer. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's wieder regulär weiter. Und ja, tschüss. Das war die Strudelwelt.